Wer hat mich denn so vermisst, während ich fast getötet wurde? Auch durch mich, hat es schon seit Stunden kein Zeichen mehr gegeben, sodass sich viele fragen, ob der vermeintliche Urheber dieser Tragödie selbst Opfer wurde. Wow, sehen Sie das? Wir erleben gerade, wie Spider-Man aus dem Schutt hervorkommt. Ein Auge auf mich geworfen, Whitney? Wenn er seine Wohnung sieht. Gott sei Dank, es geht dir gut. Du hast nicht auf die Nachrichten reagiert und ich wusste nicht, was ich tun soll. Also bin ich hier. Ich hasse es hier und ich hasse Connors für das, was er getan hat, aber ich will dir vertrauen. Oh, was ist passiert? Nur eine Meinungsverschiedenheit zwischen mir und einem mächtigen Irren, der die Welt zerstören wollte. Du kennst das. Meine Kräfte sind weg. Was? Wieso? Smythe hat mir einen Nanobot-Cocktail gespritzt. Ein mechanisches Virus. Ich werde schwächer, Gwen. Ich spüre es. Nicht nur meine Kräfte, sondern... Wo ist Connors? Ich habe mich umgesehen. Hier ist alles verlassen. Hinter diesem Labor steckt mehr, als Sie ahnen, Miss Stacy. Connors! Es geht Ihnen gut? Noch können wir das Gegenmittel verteilen. Ist es fertig? Smythe-Roboter zerstören die Stadt. Es ist fertig.
Aber ohne Spider-Man können wir sie nicht aufhalten. Er wird es nicht zugeben, aber Pete kann momentan nirgendwo hingehen. Ich bin so gut wie unterwegs. Das Heilmittel ist nutzlos, wenn keiner mehr am Leben ist. Das ist es also? Nach allem, was passiert ist, ist das die Lösung? Ich wollte das nie wieder anrühren. Doch ich muss. Gott, steh mir bei. Moment, was ist das? Wenn ich zurückkomme, bevor sie völlig Besitz ergreift, könnte ich eine Chance haben. Nein, sagen Sie mir, dass Sie das nicht vorhaben, Connors. Sagen Sie, dass Sie sich nicht in die Echse verwandeln wollen. Habe ich denn eine Wahl? Ich will diesen Albtraum nicht wieder. Wie viele werden sterben, wenn nicht? Mein Vater ist tot, Sie Bastard! Das war die ganze Zeit Ihr Plan! Hören Sie auf, Gwen! Was sollen wir denn tun? Solange Peter in diesem Zustand ist, ist nur die Echse stark genug, um Smythe aufzuhalten. Sie sind kein Superheld! Sie sind ein Monster! Ich bin kein Monster. Und auch kein Superheld. Ich bin Wissenschaftler. Und jetzt hören Sie mir zu. Es gibt ein Zeitfenster, bevor das Echsenhirn dominiert, in dem ich Kontrolle habe. Als Echse kann ich die Roboter besiegen. Und ich schwöre, ich bin zurück, bevor er sie übernimmt. Das ist unsere letzte Hoffnung. Gwen. Ruhig, Peter. Entspann dich. Mann. Ich war wohl weg, was? Allerdings. Kein Herzschlag mehr. Zum Glück habe ich das gefunden. Warte mal. Ich bin doch derjenige, der Leben rettet. Connors. Wo ist Connors? Er ist gerade die Echse. Noch wurden wir nicht von einem Riesenroboter zermalmt, also hilft er uns wohl. Vorläufig. Er braucht Hilfe. Ich muss nach oben. Du musst hier bleiben. Das geht nicht. Mir geht's jetzt besser als vorher, als ich hierher kam. Ohne meinen Netzschwung kann ich das Ding niemals erreichen. Brauchst du Hilfe, Spider-Man? Hey! Versteck dich!
Moment mal. Jackpot. Drehen wir dem Ding den Saft ab. Das wird ein Kinderspiel. Das wird nicht, gar nicht leicht! Das System reagiert nicht, verdammt! Mich nicht davon ab, diese Stadt zu retten! Diesmal wirst du nicht davon kommen! Ich bin die Zukunft! Wie gefällt dir das Netz? Nichts als kleine Freaks, ihr Narren! Es ist es! Yes! Noch ein Bit, Spider-Man. Mach schon! Wer sieht er? Ich Ostgroß! Dreckige Affenkreuzung! Ich mach dich und alle Affenkreuzungen dieser Stadt fertig! Bereit aufzugeben? Genau jetzt! Dein Spielzeug hat schlecht gekriegt! Nur du und ich. Das ist das Ende! Zerstörst die Stadt! Na, wie ist das? Aus dem Weg! Ich hab was zu erledigen! Hierher! Nein! Sie können das alles beenden, Smythe! Connors! Connors, ich bin's! Peter! Connors! Sieht aus, als hättest du einen neuen Freund. Ich kann es nicht kontrollieren.
Ende, Spider-Man! Ich bin sowieso tot! Niemals, Alistair! Nein! Ohne meine Roboter kann ich die Stadt nicht retten! Sehen Sie sich um! Wollen Sie so wirklich die Stadt retten? Ich muss uns in eine hellere und bessere Zukunft führen. Vergessen Sie die Zukunft, Smythe. Sie kommt vielleicht nicht. Mein Gott, was habe ich getan?